Brauche ich die Spieluhr? Aber wo ist die? Ach nee, ach Mist, wir haben ja den Beschwörungszirkel. So eine Kacke. Wir sind zurück. Halb enttäuscht. Aber Immer noch. wir geben Jasmin noch mal eine Chance, sich als Mensch zu beweisen. In dieser neuen Runde Phasmophobia im Willow Street House. Lassen Sie einen Geist durch Salz wandern. Reinigen Sie den Bereich in der Nähe des Geistes mit Ich hoffe, sie Räucherstäbchen. stirbt die Runde. Entkommen Sie dem Geist während einer Jagd. Der Geist heißt George Am Norris. liebsten würde ich sie irgendwie Scheint verarschen, damit auf sie mit Absicht stirbt, aber Gruppen. das ist nicht so Nee, scheint einfach. nur auf Personen, die alleine sind, zu antworten. Wenn er die Spieluhr Nein, das ist ist. doch dein Geist, Schatz. Ich ziehe die Spieluhr und dann ist sie tot. George Norris. Hab ich doch gesagt. Hast du aber schon gesagt. Ach genau, das Haus wollte ich. Ich hoffe, die Spieluhr ist da drinne. Ich werde mich rächen. Ich werde mich Wie eiskalt was? rächen. Erst tue ich so, als könntest du mir vertrauen. Aber dann! Wo waren der Stromkasten? Habe ich nicht geguckt? Vielleicht im Keller oder Auch Garage? nicht. Ich mach schon. Im Keller. Erstmal das Vertrauen aufbauen, damit sie schön hier mit reinkommt. George? Und sich nicht die ganze Zeit in der Karre verkriecht. Und denn. George? Beschwörungszirkel im Keller. Okay, Und George? denn. Ich werde die so. Das Messer in George? den Rücken. Das wird die sich nochmal überlegen, ob sie mich nochmal verarscht hier. Wie hieß der? George, ne? George? George Norris? Wo bist du? Bestimmt irgendwo oben. George, wo bist du? George, wo Gib bist mir ein du? Gib uns ein Zeichen. Zeichen. Wupp, wupp. George, wo Und er bist du? ist. George, wo bist du? Er ist hier in dem Zimmer. Ich hatte eben 10 Was Grad. hat hier geklimpert? George, gib mir ein Zeichen. Gib mir ein Zeichen. Nicht in dem Zimmer, schon hier im Flur. Nicht in dem Zimmer hier. George, Na. bist du hier? Guten Morgen, aufstehen! Nee, hier im Flur, ich habe 8 Grad. Ich weiß, im Flur habe ich doch gesagt. Jetzt brauche ich die Spieluhr. Aber wo ist die? Ach nee, ach Mist, wir haben ja den Beschwörungszirkel. So eine Kacke. Hier ging. Aber Fingerabdrücke sind nicht bis jetzt. Obwohl er die Tür eben angepasst hat hier. Ja, dann werden wir wahrscheinlich keine haben. Oh, schaffe ich das, den Zirkel anzuzünden? Wegzulaufen? Mich irgendwo zu verstecken und sie stirbt? Unwahrscheinlich, ne? Da, das ist ja natürlich sehr doof. Oh, wie will ich denn das jetzt machen? Kein vernünftiger verfluchter Gegenstand. Wir haben auch gar kein Feuerzeug, oder? Doch. Kannst du mir ein Zeichen geben, bitte? Sonst fange ich an zu singen. Bitte gib ihr ein Zeichen. Sonst singe ich hier. Ich zünd Was ist erstmal. los? Okay, wenn ich sterbe, ist ärgerlich, dann ist alles weg. Aber ich zünde jetzt alle Kerzen bis auf eine an. Erstmal. Ich bereite mir das schon mal so ein bisschen vor. 10. das Kreuz im Keller? Aber wahrscheinlich nicht, ne? Ich bin ja nicht safe. Wenn ich das anzünde, bin ich nicht safe. Das ist.
Das ist natürlich doof. Kreuze werde ich diesmal nicht reinschleppen. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass sie stirbt. Auch wenn es nicht mein Verdienst ist. Irgendwas hat er geschmissen, aber ich weiß nicht was. Die Zeitung da an dem kleinen Tisch? Hier ist die Wirbelsäule. Ja, müssen wir noch Foto machen. Schaffe ich das? Sie stirbt. Drache. Oh, wie geil. Und sie wusste von nichts. Ja, ich nehme mir mal ein bisschen Money mit, wa? Hier, Wirbelsäule reicht mir schon. Ich hatte ja kurzzeitig Angst, dass du rausgehst. Dann hätte er mich ja gesucht, ne? Oh, ist das schön. Oh, ist das herrlich. Ich fühle mich so gut. Oh nein! Oh, ich habe gar keine Sanity mehr. Bin auf Null. Schade, das ist keine Quest heute. Bist du da? So. Haben wir denn irgendwas an Beweise? Ich habe die andere Kamera. Oh, da ist jemand, der dezent pisst. Sieht nicht so aus, als hätten wir einen Dots-Projektor. Hä? Worauf hatten die was geschmissen? Achso, doch, doch, die versucht die Kamera zuzupacken. Aber dass hier noch eine steht, weiß sie gar nicht. Okay, Raterunde. Wir haben ja kein. Wir haben ja keinen Dots-Projektor. Haben wir nicht. Haben wir nicht. Dann bleiben die über, das hatten wir nicht. Bleibt das über, hatten wir nicht. Also wäre es. Ich habe den Spirit eingetragen. Instant Karma. Ey, der Spirit war richtig. Ich hatte recht. Warum redest du nicht mit mir und erzählst mir das? Hab ich doch. Ich war im Bus und hab gesagt, ey, doch. Ich war im Bus und dann. Ich war im Bus und dann habe ich gesagt gehabt, okay, Orbs haben wir nicht, Dots haben wir nicht, Gefriertemperaturen haben wir nicht, Fingerabdrücke hatten wir auch nicht, bleiben nur die drei Sachen über, also ist der Spirit. Ich hab nichts gehört. Du warst ja auch drin und hast die Kamera zugedeckt. Ja, weil du ja eigentlich noch rein solltest, aber. Wusstest du, damit hätte ich nie gerechnet, dass wenn man beim Beschwörungszirkel alle Kerzen anzündet. Halt deine Schnauze. Du
Ich hatte kurzzeitig Angst, dass du schon rausgelaufen bist, weil dann hätte er mich ja gesucht. Und dann war es so, ich gehe so nach oben, er hat voll lange gebraucht. Und meine Lampe hat geflackert und ich dachte so, du hast das mitgekriegt, dass der jetzt huntet. Ich hab das mitgekriegt, aber ich dachte, naja, der wird wahrscheinlich gleich wieder aufhören, weil du ja so ganz normal da rausgegangen bist. Ja, das bin ich. Und dann habe ich mich in eine Garage versteckt. Aber deine Reaktion war auch so geil. Was hast du wieder für einen Scheiß gemacht? Naja, dich kriege ich noch. Nee, komm, jetzt sind wir quitt. Alles ist gut. Nix da! Du machst das jedes Mal mit mir und jetzt habe ich mich gerecht, jetzt hast du dich schon wieder gerecht. Ja. Dein Ernst, Ja. Ich fand's ey? lustig. Freut er sich. So, das war eine sehr kurze, schnelle, trotzdem aufschlussreiche Folge Phasmophobia, denn wir konnten herausfinden, dass der Geist ein Spirit war. Leider haben wir Aufgabe 2 bis 4 nicht geschafft. Hat uns am Personalmangel ein bisschen reingehauen. Ja, Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen lachen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, macht's mal gut. ciao. Ciao.